Moin Moin und Hallo, hier ist der Yano Karozuno mit Let's Play Lufia, Rise of the Sinistrals. So, ich habe ja gesagt, ich gehe mal suchen, wo wir jetzt hin müssen eigentlich, und ich bin fündig geworden, zwar nicht im Internet, aber hier im Spiel. Deswegen ist jetzt auch leider der Maxim schon das Level Up, was er eigentlich erst im Let's Play bekommen sollte. Weil ich bin mal zurück in Nach Pandora gegangen und habe den König gefragt und der hat uns gesagt, wir müssen einfach hier aus Rosalka nach Osten in eine Höhle gehen und ja, ich habe diesen Tempel total übersehen halt, vorhin beim Vorbeilaufen. Ja, das kann halt schon mal passieren. So, Kopfnuss von Alex und die Sache ist geritzt. So, und durch hier. Tempel nach Alea. Hier geht's lang. Toll. Ich habe gerade gesagt, guckt mal, wer da wartet. Hey, Yano. Wo geht ihr beiden hin? Geil, DK. Wollt ihr etwa abhauen, ohne uns Bescheid zu geben? Ich denke, wir sind ein Team. Meint ihr wirklich, wir würden das nicht merken? Oh. Ich gehe nicht wegen euch mit, sondern weil es jemanden gibt, den ich schützen muss. Du hast die Person, die ich schützen soll, immer noch nicht geheiratet. Was? Du hast die Person, die ich schützen soll, immer noch nicht geheiratet. What the fuck? Was weißt du denn schon von Liebe? Du hast ja noch nicht einmal eine Freundin. Meine Liebe ist mein Schwert. Du scheinst irgendwie eine Meise zu haben. Normal ist das nicht. Ist mir egal. Ich werde auf jeden Fall mitgehen. Schon gut, ihr beiden. Müsst tun, was ihr für richtig haltet. Stimmt genau. Also, was ist? Gehen wir endlich? Geil, und die Kar schließen sich an. Tadam, und das Quartett ist wieder zusammen. Yay. Wir das vierfache epische Trio. Trio, what the fuck, Quartett. Und nicht Trio. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Es gibt, heißt, es gibt neue, stärkere Monster. Und warte, welches Level sind die anderen beiden? Was? Sie haben immer noch die alten Level. Oh, das ist so ein... Egal. Ich werde sie einfach offscreen leveln. Irgendwann, wenn ich Zeit dafür habe. Testen die Stadt da. Hafenstadt Alea. Und die hat echt eine tolle Musik, merke ich gerade. Ein Fremder kam aus dem Nichts und versenkte alle Schiffe. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Dies ist der Heimathafen vieler Schiffe gewesen. Ohne Schiffe kann keiner mehr über das Meer fahren. Wenn Sartos zurückkehrt, kann er in Windeseile ein Schiff bauen. Er ist ein wahres Genie. Das hat echt eine tolle Musik, das Spiel. Nicht das Spiel. Ja, das Spiel hat natürlich generell tolle Musik, deswegen liebe ich das Spiel so, aber... Diese Stadt hat tolle Musik. Lasst euch ruhig Zeit. Okay, dann lassen wir uns Zeit. Was habt ihr dann so im Angebot? Doch, da sind die Waffen. Handaxt und Riesenstab. Gut, dann kriegen die beiden Kerle da erstmal ihre Handäxte. So, für den Ehens und für den Ehens. So, ein Riesenstab für die Alte. So, dann werden wir auch endlich mal neu mit Waffen bestückt. Dann gleich mal her mit neuer Panzerung hier. Mehr Abwehr für uns alle. So, die kriegt erstmal einen Torbahn. Eisenmütze kriegen Guy und DK. So, Steinschild, nein. Okay, das war's schon. Und Maxim kriegt gar nichts, das ist sehr gemein. Diese Musik ist toll. Die hat was. Ich liebe diese Musik. Zauber, welchen Zauber wollt ihr? Erstmal hier Celan richtig schön mit Zaubern zu klatschen. Aquata, Wassermassen stürzen auf die Gegner herab. Tornado, ein heftiger Sturm zieht auf. Stärker, füllt viele KP auf. Warp, warp dich und deine Freunde an Plätze, die ihr bereits besucht habt. Helfer, füllt jede Menge KP auf. So, kriegt sie alle. Kriegt jetzt jeden verdammten Zauber hier. Hat sie schon. Und Helfer hat sie noch nicht, gut. So, und Yano kriegt stärker. So. Weil er, das muss nur zur Not irgendwann mal heilen können. Ja, muss er nicht können. So, ins Inn übernachten müssen wir, glaube ich, nicht, oder? Nö. So, dann gehen wir jetzt erstmal in die Kirche speichern, dass wir wieder alle vier zusammen sind. Sichern. So. Dann gehen wir jetzt hier runter und was ist das? Das sieht aus wie ein Getränkeladen, wie ein Bierladen, wie eine, wie ein, ja, ihr wisst schon, Kneipe. Die Geschäfte laufen zurzeit schlecht, keiner kann es erreichen. Kein Anschluss unter dieser Nummer. So, von all diesen Säften kaufen wir jetzt drei Stück.
weil unsere Kapselmonster haben die manchmal gerne zum Essen, Trinken, wie wir es nennen wollen. Was wir aus dem Alex gerade. Pferdestein haben wir. Alles läuft gerade super. Und diese tolle Musik. Das Spiel auch so richtig Spaß, wenn gute Musik läuft, es mir Spaß macht und ja. So, wo haben wir denn den Pferdestein? Da unten. Da ist er. Yay, was wird als nächstes? Superrobe haben wir nicht, aber wir haben Supermansrobe. Nein, haben wir auch nicht. Haarband haben wir nicht und. Haarband haben wir nicht. Warum wollen die beide Haarband? Ihr seid Idioten. So. Was haben wir hier? Frauen. Gut. Dann gehen wir mal hier runter und sprechen mit Emma, dieser Typ. Und ich können wir bla 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 nicht keine Kontinente erreichen. Hier muss es auch irgendwo eine Hauptperson geben, an die wir uns wenden können. Der Mann, der die Schiffe versenkt hat, sah aus wie der das personifizierte Böse. Das glaube ich nicht. Das personifizierte Böse bin Menschen schon ich. So. Was sagst du? Mein Schiff wurde versenkt. Warum? Was habe ich getan? Weil du ein Schiff hast, musste es einfach versenkt werden. Kannst du die Schiffe versenken? Der Mann, der die Schiffe zerstört hat, wurde im Norden des Kontinents gesichtet. Okay, das heißt ab nach Norden. Du, das heißt, wir verlassen diese schöne Stadt schon. Diese Stadt ist toll. Ich weiß gerade gar nicht, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Der Part wird überall länger kriegen. Ist mir aber auch egal, weil die Musik ist einfach toll. Der Part ist toll. Alles ist toll. So, nach Norden. Was zur Hölle? Schlagbaum. Der sieht komisch aus, wenn ich es komisch nennen darf. Und nicht abgefuckt hässlich. So, und ich bin den Typen bringen auf den Baum dort ein. 84. Glutball. Und 263. Der ist weg. Kopfnuss von Alex. So, die kann geil können. Ah, okay, sie halten mit. Nennen wir es mithalten. Narkose. Das heißt, die Viecher können Zauber verwenden und das heißt, irgendjemand wird nicht einpennen, weil alle Wachs haben. Das ist toll. Okay, egal. DK kann ganz schön mithalten. Ich vergesse manchmal, egal, auch wenn sie ein schwaches Level haben, wie stark die trotzdem zuhauen können. Wir sind im Norden. Wo ist der Typ? Schon mal diese Bäume. Boah, Glutball auf alle. Und ihr verprügelt einfach mit. Boah. So, ich würde meine Parts. Muss aber auch jetzt trotzdem irgendwann Schluss gehen. Oh, fast alle da unten gegangen. Und wow, ich habe gerade komische Aussprachfehler. Kurios. Guy und die KW steigen gleich in Level, danach Alex, danach Selan und danach ich irgendwann in 3 Jahren mal wieder. Yay. Was ist hier unten? Das ist doch der. Oh, der Berg sieht schön aus. Berg des Aurabaums. Hey. Ich weiß ganz genau, was wir später auf diesen Berg machen müssen. Da. Können wir überhaupt schon gegen diese Monster mithalten? Mal gucken. Powerstachel! Einfach mal draufhauen. Au. What the 53. Okay, die hauen hier richtig schön zu. 2 Leute reichen. Die K ist ein Level gestiegen. So, war schon erwähnt, dass die Überfeld Damage gemacht haben, gerade Alter. 53. Seit wann? Ist das schon das ganze Spiel über so, dass wenn man das zerschneidet, das so einen tollen Sound machen? Dam, dam, da 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 dam, 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 da 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 dam, 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 da 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 da. Das hat einen tollen Rhythmus auch, also ich liebe die Musik in dem Spiel einfach. Und das ist ganz leicht zu lösen. Eine Bombe. Und und wir haben gleich so einen Baum dort. Das ist toll. Ich mag Schlagbäume. Weil es sind Bäume, die ich gerne mal schlage. So, Vorspulen funktioniert leider immer noch nicht. Keine Ahnung warum. Falls ihr eine Lösung habt, dass meine Vorspultaste funktioniert, dann könnten wir das Let's Play um einiges beschleunigen. Weil dann könnten wir jeden Kampf einfach vorspulen. Außer die Bosskämpfe natürlich. Die würde ich dann, weil sie einfach awesome sind, auch wegen der Musik und so, würde ich es ganz normal abspielen. So, aufdecken und geistig. Deine Stufe, wer hat's gedacht? Komische Blume, ist komisch. Ich wollte den Part eigentlich bin, aber ich bin gerade zu erkundungslustig. Was macht das? Hihihi, okay. Ich spiele gerne mit Scheitern rum. Das kann man auch schon mal falsch sehen, aber das ist jetzt scheißegal.
Flora Mister. Das Ding kann sich mal verpisst da. So, und warum fange ich schon mit dem Reim an? Das ist schlimm. 257, muha. Celan ist eine Feuerbraut geworden. Mir ist gerade ganz kalt an den Füßen. Wow. Ich glaube, ich ziehe mir gleich ein zweites Paar Socken an. Es wird bestimmt schön warm, zwei Paar Socken zu tragen. Und Celan und Alex sind beide gleichzeitig in Level gestiegen. Stalin haben wir nicht. So, wir gehen wieder raus aus der Höhle erstmal. Aber ich glaube noch nicht, dass wir hier hin müssen. Wenn dieser Ort toll ist. Wir gehen mal kurz wieder runter, zurück zur Stadt, schlagen kurz alle den Schlagbaum. Ha, ich schlag den Schlagbaum. Na, das ist ein blödes... Ja. Wie es auch immer nennen wir. Ich wollte Wortspiel sagen, aber ich glaube, das haut nicht ganz hin. So, nach unten habe ich gesagt. Ich habe gesagt, es ist nicht in einen Kampf geraten, obwohl ich das eigentlich nicht gesagt habe, aber okay. Okay, wir beenden schnell den Kampf, sprinten runter zur Stadt, speeden, dass uns kein Mob da auf mich jetzt mal angreift. Ich finde, der Part hat schön überlängert, aber das soll mir ruhig recht sein, der Part war... Mir hat der Part gefallen, einfach so schön viele verschiedene Backgrounds, Themes, Klänge, wie ihr es nennen wollt. Und ja, ohne einen Kampf haben wir in die Stadt geschafft. Und ich würde meinen, wir müssen dann den Typen, der hier die Schiffe versenkt hat, im nächsten Part fertig machen. Deswegen würde ich meinen, gehen wir speichern. Wie kann ich euch helfen? Natürlich mit Speichern. So. Okay, dann würde ich meinen, ich bin Eano Karutsuno. Das ist Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Wir sind wieder alle zu viert. Maxim, Celan, Guy und DK. Und ich tue mich gerade schön strecken am Ende des Parts. Keine Ahnung warum. Tut gerade gut. Und... ich würde sagen, bis zu meinem nächsten Part. Tschüss, tschüss.